Guten Abend, die Herrschaften, und willkommen zurück zu Let's Play Emperor. Ach ja, ich mach mal wieder eine schöne Stapelproduktion. Was? Wo kommen die Leute her? Soll mir recht sein, dann mach mal eben hier noch ein paar mehr Arbeiterlager an. So. Wir brauchen ja ohnehin erstmal nur Zimmerleute, aber vorerst brauchen wir ja erstmal ohnehin nur Holz. Da kommen sie auch schon. Die brauchen eben ein bisschen. Von da bis nach da. Aber ich kann das eben jetzt nicht ändern. Ich kann weder das komplette Monument verrücken, noch kann ich irgendwie die Handelsstation hier anders hinpacken. Denn... Ja. Denn. Genau. Ne, denn hier kommt der Stahl, Waffen, alles hin. Und die brauche ich da. Können wir ein bisschen auf meinetwegen ein bisschen mehr Seide verkaufen. Achso. So. Sind jetzt eigentlich. Ah, sind immerhin gleichgültig. Wie viel Hirse haben wir? Huch. Hirse haben wir jetzt nicht so viel. Aber ist okay. So, die drücken wir dann wieder ein bisschen so in der Hand. Ein bisschen mehr Jade können wir einkaufen. Können wir auch ein bisschen mehr verkaufen. Es kommt mir so vor, als würde ich diese Ladung den ganzen Tag bergauf schieben. Je höher ich komme, desto schwerer. So, deswegen brauchen die. Achso, nee, das ist ja ohnehin vom Salz. Naja. Sagen wir mal einfach mal annehmen hier Salz. Nehmen wir einfach mal in einem Lagerhaus das an. Brauchen sie nicht ganz so lange laufen. Pops. Mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Mein Glück macht der Geier nichts, außer nur rumfliegen. So, da kommt wieder eine Holzladung. Gehen wir da einfach so ein bisschen Seite. Wenn ich den Mitarbeiter schlecht. Oh. Weil die Quelle davon eventuell zu entfernt ist. Zu weit entfernt ist einfach. Ihr könnt mich mal, wisst ihr? Könnt mich mal. So. Ja, ich weiß, ein bisschen spontane Unterbrechung. Und ihr seid jetzt auch gerade ein bisschen so mehr oder weniger, ich möchte sagen, gearscht. Denn. Na gut, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich jetzt keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. So werden es jetzt immer noch weniger. Ne, es werden mehr. Sehr gut. Darauf muss ich aufpassen. Wasserausziehung. Seufz. Ne, Wasserversorgung. Geht dahin. Ist jetzt die Frage, was würde passieren? Was würde passieren, wenn ich, sag ich mal, diese Häuser oder den Weg praktisch eins zurücksetzen würde? Die Lagerhäuser brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Probieren wir es aus. Ich hörte, es gibt jetzt eine große Katastrophe, aber... Naja. Let's try it. So.
Können die jetzt da immer noch hinlaufen oder sind die jetzt zu doof dafür? Tja nun. Alles erstmal so total attraktiv hier drin, sonst alles so. Was meine ich? Das ist jetzt die Frage. Gehen jetzt ganz einfach so regelmäßig dahin oder? Ich könnte wetten, jetzt wird da das zurückgehen und da wieder hin, weil sie ganz einfach geradeaus laufen. Man weiß es nicht. Genauso könnt ihr auch wetten, dass hier einiges abnehmen wird. Moment. Warum mache ich das nicht gleich so? Plups, plups, plups. Also, was habe ich weggerissen? Kräuterkundiger. Akupunktur. Anschreien. Mache ich einfach noch einen. Xivang Moose, nur noch fröhlich. Gut, und dann machen wir ganz einfach hier noch was hin. Eventuell ist die Quelle zu weit entfernt. Ach, komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Das war zu erwarten. Gut, dann eben nicht. Was haben wir jetzt weggerissen? Ich weiß es nicht. Liu Yang ist nur noch da. Also platzieren wir Liu Yang hier. Ja, ja. So, importieren wir einfach schlichtweg noch Holz. Und packen es einfach nur noch hin. Und nehmen nichts anderes an als Holz. Holz, 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 da. Fertig. Es entwickelt sich jetzt stark alles zurück. Kommt jetzt ernsthaft niemand mehr da oben hin? War das jetzt wirklich so blöd? Ja, bis da oben gehen sie hin, da nicht mehr. Die Lösung vorher war besser. Wesentlich besser. Also das wegreißen. Das auch. Dann das. Nein, das hinsetzen. Will ich den Mitarbeiter. Ja. Scheiße. War ich ein bisschen zu langsam. Ups. Können wir noch immer alles hier hinsetzen. Sehr schön. Ist ja auch sofort wieder geändert. Und wir bekommen auch einige Personen wieder dazu. Wunderschön. Ah, jetzt geht das auch schneller voran. Das finde ich gut. Ich bräuchte so einen Klick deaktivieren. Wäre richtig gut.
Hallo. Ja, also reagieren die hier einfach nicht auf meine Klicks? Wo gibt's denn sowas? Habe ich jetzt hier alles deaktiviert? Nö, nee, da unten noch nicht. Die Personen kommen nach. Das sind schon ein paar mehr. Oh nein, die ist nur noch zufrieden. Und wir haben viel zu viel Jade? Wieso haben wir jetzt so viel Jade? Hä? Vor allem, wo wird die eingelagert? Heißt, dann haben sie dann eigentlich sammeln oder nicht? Ich weiß es nicht. Hilfe, Inhalt. Ist es nicht hier irgendwo zufällig? Hamstern? Ne. Schade. Können wir das auch noch anmachen? Oh ja, so mag ich das. Solange die jetzt auch noch irgendwie halbwegs konstant bleiben. Ah. Mies. Jetzt entwickelt sich dort wieder zurück. Geh nach unten. Geh nach unten, habe ich gesagt. Mies, mies, mies. Da ist mies, mies, mies. Mies, mies. Das ist doch so mies. Deswegen mache ich auch jetzt mal keine Zimmermann-Skillen wieder an. So sieht es also aus. Haben sie jetzt schon wieder Geholz geliefert? Nee. So sieht es aus. Sieht witzig aus, wenn das so runtergeht. Es entwickelt sich jetzt zurück. Hier kommen noch ein paar hin. Schwein, Wildbret. Welche Köstlichkeiten der kaiserliche Speisesaal auch verlangt, ich bringe sie. Ja. Wer das alte ehrt und neues Wissen erlangt, ist bereit. Ein Lehrer. Geht relativ konstant. Können die nicht mal nach da oben hingehen? Jetzt sondern zurück, weil es zu weit ist, oder wie? Weil wir zu viele Ecken nehmen. Was? Oh. Können wir die wieder anmachen. Es ist zwar etwas mühselig, das Ganze wieder auszumachen, aber naja. Dafür geht es dann schneller. Wieso haben wir immer noch so viel Seide? Kann das so ohnehin nur da importieren. Verkauft das mal ein bisschen schneller. Import? Chengdu. Ach so. Dann stellt das mal dann ein. So, dann bis der Seidevorrat ein bisschen wieder drunten unten ist. Dann passt das schon.
Na los. Achso, wir können auch mal 100% machen. Unser Geld nimmt ab, das ist nicht schön. Es ist nicht zu weit entfernt, die Idioten. Ja. 600 Geld mehr, das ist schön. Können wir schon wieder deaktivieren. Hier wieder aktivieren. Macht inne! So. Das wieder deaktivieren. Ja. Nicht aktiv, sind alle nicht aktiv, das ist gut. Hier haben wir alles an, das ist schön. Die Arbeitslosen gehen gerade runter. Haben sich schon wieder zurückentwickelt. Was ist das denn? Was ist da los? Es ist doch jetzt schon die Sparte hier, wo das Ganze eigentlich versorgt werden sollte. Ich meine, es bleibt jetzt ohnehin alles bei den Monumenten hängen, aber... ist nicht schön. Was? Ja. Hier müsste gerade einer gestorben sein. Ist aber keiner. Es sind nur 3000 Penner. Die gerade obdachlos geworden sind. Weil die Leute so doof sind, sich mal ein bisschen selber mit Wasser zu versorgen. Alles mal wieder aktiv. Ach so, das ist jetzt das letzte. Das ist auch schön. Wird ja auch Zeit. Wie sieht das denn hier aus? Auch genauso wellig. Holz, ja, okay. Schubs. Schenk mal da einfach noch ein bisschen was. Hat uns so lange geholfen. Es ist traurig, dass so viele Arbeit suchen. Wenn ich mehr Wassereimer hätte, würde ich alle einstellen. So, jetzt suchen keine mehr viel Arbeit. Es geht immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Yay! Sieht schön aus. Mauer, die ihre Arbeiter auf diesem ausgetrockneten Land gebaut haben, erhebt sich stabil und stark, ähnlich der Stadt, die sie schützt. Jo. Nun gut, damit ist der Part auch schon vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part von Emperor. Also bis dann, Leute. Haut rein und tschüss. Ach.
endlich fertig. Bitte eine feuchte, bitte eine Mission, wo wir jetzt dann ein feuchtes Klima haben, bitte.